Dieser kleine Scheißer ist im Gottmod. Was bringt euch kleinen Idioten dieser scheiß Gottmod? Könnt ihr nicht einfach normal spielen? Seid ihr unfähig ohne Gottmod? Ehrlich, lasst es doch sein, wenn ihr so eine Scheiße nutzt. Todsicher. Meine zwei nächsten Kandidaten, wieder wie ich sie gelesen habe, zwei Spanier. Da gehe ich einkaufen, gemütlich, und dann versucht er mich zu töten. Er bringt es nicht einmal fertig, mich zu killen. Schaut jetzt mal zu, wie dilettantisch der Typ ist. Ich kann in aller Ruhe, aller Seelenruhe, kann ich selbst mal machen. Danach seht ihr dann, betteln wir uns zwei, dreimal, also ich töte sie als sie nicht. Da geht der Kleine passiv und verpissen sie sich in ihr Apartment. Und zuletzt gehen sie aus dem Lobby. Ganz ehrlich, sowas ist einfach nur noch peinlich. Kleine Scheißvögel. Jetzt kommt mein Liebling dieses Videos. Ganz ehrlich, schaut dem mal zu, was der macht. Hier habe ich gedacht, komm, ich lasse ihn in Ruhe. Er macht mir nichts, kleines Level. Delta, seine Frau, ist neu in GTA wieder ein bisschen eingestiegen, wollte anfangen, Low Level, ihr ein bisschen helfen. Und dann das, schießt der Idiot auf mich. Ganz ehrlich, zukünftig, ich schieße auf alles, was im Weg ist, mir scheißegal. Was Schlimme ist, er kann nur mit Explosionsmunition. Schaut mal, er kann nur mit Expo. Da. Eine Rakete wird es. Jetzt entscheidet sich der Idiot auch noch vom Radar zu verschwinden. Schaut euch das an, ich bin allein mit dem, er verschwindet vom Radar. Da gehe ich rein, ich habe keinen Bock mehr auf ihn. Dann sind wir natürlich raus, was passiert? Er steht immer noch draußen, kühlt Matze, ich kriege ihn nicht mehr. Vollidiot. Hier hat mich dieser kleine erwischt. Aber schaut euch das an, ich hab's extra Slow-Mo gemacht. Er braucht verfickte 4 Explogan-Schüsse, bis ich tot bin. Mit einer 08er KDR kann nichts, der Idiot. Nichts kann.